Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem fantastischen LS22 Playtest. Ich stelle gerade fest, wir haben ja alles voller Trauben stehen. Sollten wir nicht eigentlich lieber mal ganz schnell in unsere Traubenfabrik kippen? Ich frage da entsprechend für einen Freund sehr engagiert nach. Das bedeutet, wir schnappen uns mal eben hier unseren Transportwagen. Wo auch immer der wieder hin ist. Wo ist der denn hin? Ah, da. Und der ist stehen geblieben. Sehr schön. Dann soll der mal eben die Trauben holen. Denn das ist ja letztlich das, wo es beim Müsli immer dran scheitert. Ne? Wir haben aber lange Zeit nicht mehr in die Müsli-Fabrik reingeschaut. Das sollten wir vielleicht auch mal machen. Denn wir haben ja gesehen, Müsli bringt auch ganz gut Geld. Aber wir haben jetzt immer wieder Honig drin, wir haben Rosinen drin. Mais drin. Sogar recht viele Rosinen drin, wenn ihr mich fragt. Ich weiß, das tut ihr nicht, würde ich auch nicht machen, aber... So, dann hochparken, let's go. Und der muss sein letztes Mal zum Abladen fahren. Oder auch nicht, weil ist ja fertig. Mal direkt hier hinstellen. Und dann einmal abladen. Ja, ich meine, es wäre jetzt, ist jetzt die beste Ernte gewesen, ne? Haben wir denn, was haben wir denn sonst mal vergessen? Das zweite Mal zu düngen oder was war das immer? Ich weiß das gar nicht. So. Ich trinke mal gerade einen Schluck. Oh nein. Es ist nicht ein fantastischer Kubota Energy Drink, aber ihr könnt Kubota erwerben. Das Pack mit den 9 plus 2 Maschinen. Link in der Videobeschreibung. Damit unterstützt ihr meinen Kanal. Vielen Dank für alle, die das machen. Für alle, die das machen. Vielen Dank für alle, die das machen. Okay, Garderol. Läuft auf jeden Fall bei dir. So. Der ist nämlich fertig. Und dann? Was ist hier noch so? Und der kommt nach Hause. Der muss nochmal. Dahin. Der ist gerade auf dem Weg. Was könnte ich denn jetzt noch vergessen haben, bevor wir in den nächsten Monat spulen? Ja, wir sollten darauf warten, dass die Trauben eben, ne, dass das weiterverarbeitet wird. Ach so, genau, wir müssen den Baumwoll-Ding hier oben. Das müssen wir auch noch machen, bevor wir vorspulen. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Theoretisch könnt ihr noch mehr rein, okay? Hat eigentlich jetzt mal irgendjemand die Frage beantwortet bekommen, was Giant sich hier bei dem Design dieses Dings hier gedacht hat? Außer nichts. Mann! Achso, wir wollten natürlich auch noch... Fällt mir gerade ein, wir wollten ja noch unten in so einem Industriegebiet, wollten wir auch noch die Düngemittelproduktion und so weiter, das wollen wir auch noch bauen. Ne? Also, wenn wir dann die BGA haben, dann geht es ja erst richtig los. Das war ja bis jetzt hier nur Vorspiel, ne? Die richtige Nummer kommt noch. 33. 33. Genau. Du einmal bitte abladen.
Da gucken wir mal. Wieso fährt denn der so komisch? Komisch. Kommt da noch ein oder zwei Paletten raus? Haben wir uns das heute schon mal genau angeguckt? So, hier fallen die dann irgendwie, werden die in der Fabrik verarbeitet. Mehr gibt es da leider nicht zu sehen, okay. Müsli. Abladen. Let's go. So, hier ist alles fertig. Apropos Forstmaschine, ja? Hallo? Was sagt denn eigentlich der Herr Wald? Und was sagen die Hühnchen? Die Hühnchen sagen, ihnen geht's gut. Ist denn hier mittlerweile wieder Mischfutter produziert worden? Nein. Aber das ist immer zur vollen Stunde. Tun wir mal vorlaufen lassen. Schreien schon die Tiere. Das ist übrigens in der Tat so, ne? Also wenn Tiere sind sehr, deswegen sind der Landwirte und ich übrigens auch ja immer so gegen diese Sommerzeit, Winterzeitumstellung. Tiere sind schon sehr sensibel und wenn die gewohnt sind, dass die um 5 morgens gefüttert werden und dann ist es 5:30, weil der Bauer verschlafen hat, dann sind die alle am Bölken, ne? Hunger! Bring Fressen! Ist so. Ja, unser schöner Wald, da wollte ich drauf hinaus. Das ist mittlerweile richtig schön. Aber hat noch nichts mit dem zu tun, was ich noch vorhabe hier in Sachen Wald. Das kommt noch. Das wird da vielleicht das Finale oder so. Mal schauen. Ah, das ist schon schön, ne? Irgendwie. So. Dann haben wir hier noch einen Ballen. Der geht natürlich dann in die Textilproduktion hier unten. Ja, und eine Frage an euch. Wie seht ihr das eigentlich, wenn wir jetzt noch mehr Produktionen hätten? Das heißt also, wir hätten... wir haben ja jetzt, sagen wir mal anders, wir haben ja jetzt endlich Produktion drin, das ist doch gut. Also eine höhere Tiefe in der Fertigung. Jetzt stellen wir vor, wir hätten jetzt noch mehr. Also wir hätten jetzt noch mehr... Produkte. Oder sagen wir mal, die Kleidung könnte jetzt genommen werden, zusammen mit einer Fabrik, die aus Mais Verpackungen herstellt, ne? Und dann würde man die Kleidung zu der Fabrik mit den Verpackungen fahren und dann Kleidungspakete daraus machen. Also irgendwie sowas, weißt du, dass es noch eine höhere Tiefe hat. Ich liebe das einfach, höhere Tiefe. Es ist einfach toll. Fändest du das besser? Oder sollte es sich wieder mehr auf die Basis, auf die Basics konzentrieren? Also sagen wir mal dann mehr Früchte. Wobei, Früchte ist für mich ja seit jeher kein Mehrwert. Wird sich auch nicht ändern, ist meine Meinung, bleibt dabei. Nur weil 50 Leute irgendwas anderes sagen von 100.000, muss ich die ja nicht ändern, ne? So. War jetzt eigentlich noch ein Ball auf dem Feld? Nee, ne? Ja, sieht man sehr gut, Gardehol. Das ist toll, wie du das gemacht hast. Wieso sieht man so eigentlich wirklich so wenig? Und im Trecker sieht man viel mehr. Das ist ja auch viel Sachen, die bei so Spielen auch verloren gehen durch eine Konsolenportierung, weil einfach da noch der letzte Euro nochmal rausgeholt werden muss. Stell dir mal vor, das wäre ein reines PC-Spiel oder viele Spiele, ich will das gar nicht hier auf den Laserline beziehen, es wären reine PC-Spiele, was da mehr gehen würde. Ne?
So. Geht ihr eigentlich Crossplay mittlerweile? Wisst das gar nicht. Gut, ja, dann November. Haben wir jetzt wirklich alles. Wir gucken nochmal. Ja, müsste eigentlich. Das heißt, das hier kann laufen. Die Baumwolle ist drin. Dann würde ich sagen, wir lassen Vorspringen auf Dezember. Stroh. Wir haben noch einen Februar, okay. Mal kurz bei den Tieren gucken, hatte, ob der Wagen schon durchgefahren ist. Das wollte ich mal gucken. Ja, der ist einmal durchgefahren, okay. Aber das wäre jetzt so ein Punkt, wo wir mal eben Tiere verkaufen könnten, weil die ja eh gerade nicht genug zu fressen hatten. Die hier. So. Da könnt ihr nämlich nochmal Kälbchen nachkommen. Und die werden ja auch jedes Jahr noch trächtig, ne? Egal wie alt die sind, eigentlich. Oder? Gut. Ne, ich würde sagen, da können wir laufen lassen. Ich hab bestimmt wieder irgendwas vergessen. Ich meine, das gehört ja dazu, ne? Na, wir schauen mal, was uns noch einfällt, was uns nicht eingefallen ist. Oh, diese Stimmung wieder. Na ja, komm, trotzdem mal ein bisschen weiter. Sonst seht ihr ja nichts. So, Dezember. Da hat mir gesagt, wir wollen an das, wir wollen das Rapsöl verkaufen. Ist ja praktisch, dass der noch nicht in die Halle reingefahren ist. Ölmühle abladen. Let's go. Was haben wir sonst noch im Dezember? Eigentlich gar nichts, ne? Raps und Rapsöl. So, das ist das, worauf wir hier gerade warten. Bin mal gespannt. Das müsste ja dann eigentlich mit einer der größten Verkäufe dieser Art dann sein, von Rapsöl. Hatten wir da schon mal was Größeres? Geh weg! Steht mein Sonntagsbraten hier einfach auf der Straße. Was ist denn da los? Was ist denn da los, meine sehr verehrten Damen und Herren draußen an dem Empfangsgerät? Übrigens, habe ich ja nochmal Hinweise aus der Community bekommen von echten, also richtigen Treckerfahrern, wollte ich gerade schon sagen, richtigen LKW-Fahrern, dass ihr Kunibert auch ganz schön ziehen muss. Mit entsprechender Beladung hier hangaufwärts. Na denn. Dann scheint ja alles richtig zu sein. Und was ich jetzt nicht beachtet habe, ist, dass aus der Ölmühle vielleicht noch Öl rausgekommen wäre. Was noch in der Produktion hing, ne? Naja, gut. Dann schauen wir doch einfach mal. Es wird ja nicht schlecht. Und trägt dann zum Umsatz im nächsten Jahr bei.
So. Ja, wir sind noch nicht ganz auf der BGA. Trotzdem sage ich besten Dank fürs Zuschauen. Der nächste Verkauf ist in der nächsten Folge. Und zwar die Getreidesorten haben wir nichts. Kartoffeln. Mehl und Brot. Aha, gut. Schauen wir mal, wie das dann geht. Euch besten Dank fürs Zuschauen und Bäckerei-Durchfahrt. Das kann nicht gut gehen, oder? Na, wir schauen mal. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. An dieser Stelle ist es Schluss. Nächste Folge jetzt auf Garderobe Plus.